TV Vorarlberg. Aktuell. Zeitgenössische Kunst abseits des Mainstream. Dafür steht die Art Bodensee, die vom 21. bis zum 23. Juli zum 17. Mal in Dornbirn stattfindet. Premiere feiern dabei auch die neuen Hallen der Messe Dornbirn, welche von dem Architekturbüro Mate Mate geplant worden sind. Über 70 nationale und internationale Galerien sind vor Ort und das künstlerische Programm ist so breit wie nie. Ein Quantensprung für die Art Bodensee. Ja, das hat in erster Linie natürlich mit den neuen Hallen zu tun, die wir jetzt offiziell eröffnen. Und das ist jetzt die erste Art Bodensee in diesen neuen Räumlichkeiten, die jetzt wirklich perfekt sind für die Präsentation von zeitgenössischer Kunst. Und das macht sehr viel Freude zu mir, den Ausstellern und ich hoffe auch den Besuchern. Das Konzept der neuen Messehallen ist eigentlich sehr gut zugeschnitten auf die Art Bodensee, denn die große monolithische Form, dieser 170 Meter lange schwarze Monolith mit seinen elliptischen roten Einschnitten, ist geradezu geschaffen dafür, hier die Art Bodensee aufzunehmen. Wir haben hier die große Halle 11 in schlichtem Schwarz gehalten, wie eine Bühne. Und somit kommen natürlich diese Beiträge der Galeristen, die wunderschönen Kunstwerke, die Bilder, die Skulpturen in einer Form und Kraft auf die Besucher zu, dass es, glaube ich, fast einzigartig ist. Von dem Architekturbüro Mate Mate kommt dieses Jahr auch der Beitrag zur Sonderschau. In Search of the Unexpected heißt das Projekt, welches 2016 bei der Biennale in Venedig zu sehen war. Hierbei wurden 5 Bauten ausgewählt, die sich in Funktion und Gestalt auf das Wesentliche beschränken. Die Konstruktionen wurden mittels 3D-Verfahren verkleinert, in Beton gegossen und schlussendlich audiovisuell in Szene gesetzt. Zu den Highlights der Messe gehört dieses Jahr der Tower of Madness. Die Installation hier ist eine Gemeinschaftsarbeit von Paul Renner und Roland Adlasnik. Und man sieht es eigentlich an den Formen, es geht um Destillationsapparate, um Türme, die darauf aufbauen, es geht um Lebensmittel natürlich. Und da sind wir schon bei der Performance am Samstagabend. Es gibt ein Essen für 100 Personen mit 5 Gängen und der Titel ist eine spontane Vergärung. Die Plätze waren heiß begehrt und die Performance ist leider schon ausgebucht. Zum Featured Artist wurde heuer der Feldkircher Hannes Ludescher ausgewählt, den der Kurator und Künstler Harald Gfader als Landschaftsreisender vor Ort bezeichnet, der niemals die Poesie übersieht. Hannes Ludescher macht die Steine schon seit 29 Jahren. Handgroße Steine vergrößere ich 1 zu 10, das heißt 10 cm werden 1 Meter. Es wird dann ein großes Objekt, das aber das Gewicht verliert. Es ist ein leichtes, ein Flugobjekt, es kann auch schwimmen. Es sollte in der Luft sein, das heißt, es sollte nicht am Boden liegen. Und diese Transformation von etwas Schwerem ins Leichte ist mir eigentlich ein Anliegen. Laut Harald Gfader sind wir alle ikonografisch geprägt und tragen somit das Bild schon in uns. Für alle, die mit Kunst nicht so viel am Hut haben, hat er noch eine Ansage. Wir können prinzipiell nie einzelne Menschen beeinflussen, weil sie automatisch, wenn sie geprägt sind, also wenn da einer für sie alles glatt gegangen ist, können sie das automatisch erkennen. Es kann einer, auch wenn er nie mit Kunst etwas zu tun gehabt hätte, weil das momentan so transportiert wird, kann schon differenzieren, was gute und tolle Kunst ist und was nicht. Er hat auch ziemlich Bambus Spanten. In einem Miteinander zwischen den Lehrlingen der Innung Holzbau, der Innung der Metalltechniker und dem Sunnerhof entstand eine neue Holzbrücke für den Biobauernhof der Lebenshilfe Vorarlberg in Köfis. Mit einer Führung durch den Biobauernhof der Lebenshilfe Vorarlberg und mit einer kleinen Feier wurde das erfolgreiche Kooperationsprojekt eingeweiht. Auch dieses Jahr verteilt das Rote Kreuz und die Volkshilfe Schulstartpakete an Kindern aus finanziell schwächeren Familien. Mit der Schulaktion gelänge es, die finanzielle Belastung zu Schulbeginn für einkommensschwache Familien ein wenig abzuschwächen, so Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker.
Im Vorjahr wurde dieses Angebot von 86% der anspruchsberechtigten Familien in Vorarlberg angenommen. Und noch zum Sport. Alltag souverän in Quali-Runde 3 der Europa League. Mit einem 3:0 Auswärtserfolg bei Dynamo Brest sicherte sich der SC Alltag den Aufstieg in die dritte Runde. In dieser wartet der belgische Topclub Gent. Das Hinspiel findet diesen Donnerstag in Belgien statt, das Rückspiel dann am 3. August in Innsbruck. Gestern Fußball geschaut. Heute früh Fußball geschaut. Am Nachmittag brasilianischen Fußball geschaut. Lampert, Fernsehen schauen, wann und wo du willst. Mit der TV-App Meine Welt unterwegs. Online und mobil bis zu 7 Tage Fernsehen nachholen und 30 Sendungen aufnehmen. Jetzt ab nur 3,90 Euro pro Monat. Alle Infos auf lampert.at. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Im weiteren Verlauf des heutigen Freitags bilden sich größere Quellwolken und in der schwülwarmen Luft können sich jederzeit Schauer und Gewitter bilden. Die Temperaturen gehen leicht zurück, erreichen aber nach wie vor sommerliche 24 bis 26 Grad. Morgen gibt es einen Sonne-Wolke-Mix, es sind gewitterige Schauer möglich. An der ersten Tageshälfte ist es trotz einiger Wolkenfelder zunächst noch recht freundlich. Im Tagesverlauf bilden sich besonders über dem Bergland erneut Quellwolken, welche lokal für den einen oder anderen gewitterigen Schauer sorgen könnten. Am Sonntag wechseln sich teils dichte Wolken mit sonnigen Abschnitten ab. Gegen Abend können sich wieder Gewitter bilden. Diese sorgen teilweise für Starkregen und Sturmböen. Nach gleichem Schema beginnt auch die neue Woche. Es bilden sich im Verlauf des Montags wieder Quellwolken, die für Schauer und Gewitter sorgen. Der Dienstag ist noch unsicher. Die Temperaturen gehen zurück und pendeln sich bei 21 Grad ein. Es gibt wahrscheinlich einen Mix aus Sonne und Wolken. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at.